Moin Moin Freunde der Roller Community und heute, wie ihr schon sehen könnt, neues Video von mir erstens und zweitens ein Variator, wie ihr sehen könnt. Und zwar von meiner Hercules SR50 ist der Variator hier, wo der Riemen läuft, schon ziemliche Riefen drin. Das hat den Nachteil, ihr müsst euch ja vorstellen, wenn er Riefen hat, ist ja durch die Laufleistung schon das ganze Material wird weniger. Und die Riefen, wenn da Riefen drin sind, ist dann noch weniger. Und wenn ihr müsst euch jetzt vorstellen, der Variator wird noch so hingedrückt zu euch. Und da steigt dann der Riemen. Und wenn ihr jetzt vorstellt, ihr habt da Riefen drin und ihr habt da weniger Material, kann jetzt der Riemen nicht mehr richtig steigen. Erstens Leistungsverlust und zweitens, er fährt ganz, ganz komisch, also ganz schlecht. Leistungsverlust und das ist ein komisches Gefühl auf jeden Fall. Und deswegen muss ein neuer her, damit ihr wieder die volle Leistung habt und der Riemen richtig steigen kann, weil wenn ihr, ich sage jetzt mal, Einkerbungen habt, dann kann er der nicht mehr richtig steigen, weil... Ja, das ist blöd zum Beschreiben, weil der Variator wird nach außen gedrückt und deswegen wird der Riemen, kommt er höher, der läuft ja dann am Variator und an der Riemenscheibe, genau. Und deswegen, wenn er dann die Löcher drin hat, kann er nicht mehr richtig steigen, Leistungsverlust und er läuft nicht mehr so. Genau, deswegen habe ich mir eine neue geholt, hat 15 Euro gekostet, von Supertech glaube ich. Ich kann es mal unten in die Beschreibung verlinken, kriege kein Geld dafür oder sonstiges. Hier steht jetzt Tuning Parts, ist aber kein Tuning, ist als Ersatz gedacht und darf im Straßenverkehr benutzt werden. Genau. Dann holen wir sie mal raus. Genau, das ist sie hier. Und hier, wo die Gleitschuhe sind, ist bei meiner alten schon richtig nur noch die Hälfte am Material. Und oben dann... so wie es sich gehört eigentlich, und wenn ihr jetzt denkt, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ist nur noch die Hälfte und das müssen ja die Gleitschuhe rein und die müssen ohne Probleme laufen können, dürfen sich nicht verhaken, und wenn jetzt oben mehr Material ist und unten weniger und wenn es dann rausgedrückt wird, dann habt ihr da oben mehr, beziehungsweise kann der die Steigscheibe dann nicht mehr hoch, weil die sich verkantet. Also Leistungsverlust schon mal. Hier Leistungsverlust und hier auch, weil die Riefen drin sind. Genau. Und wenn dann in den Laufflächen auch noch ziemliche Riefen drin sind, können die Gewichte nicht mehr richtig nach außen gedrückt werden. Also haben wir drei Probleme. Hier, wo die Gleitschuhe drin sind. Steigscheibe kann nicht richtig wandern. Verkantet sich. Leistungsverlust. Dann haben wir hier die, wo die Gewichte drin sind, wenn ziemliche Riefen drin sind, können die nicht mehr richtig nach außen gedrückt werden. Was heißt es? Leistungsverlust. So, dann wo der Riemen läuft, haben wir richtige Einkerbungen drin, beziehungsweise Riefen, kann er nicht mehr richtig steigen. Was bedeutet das? Leistungsverlust. Genau. Wenn ihr zum Beispiel wo der Riemen läuft, noch in Ordnung ist, nur die Gleitschuhe kaputt sind, kann man nachbestellen, 6 bis 10 Euro. Genau, dann haben wir hier noch Gewichte dabei, sind 8,5 Gramm, die benötige ich aber nicht, die packe ich in eine Tüte, beschrifte sie und lege sie in mein Regal, weil es kommt immer mal ein Roller, da wo man es gebrauchen kann. Ist ein Tipp von mir, hebt alles auf an Rollerteilen, die braucht ihr. Irgendwann ist es soweit, dann braucht ihr die. Genau, das Einbauen zeige ich euch jetzt nicht. Weil ihr wisst ja, wie es geht, und wenn ihr es nicht wisst, habe ich ein schönes Video dazu. Peugeot SV50, Gewichte erneuern, und da seht ihr genau, wie das geht. Genau. Und ich will euch nur zeigen, was die Unterschiede sind zu einer neuen und zu einer alten. Die alte Vario zeige ich euch jetzt dann gleich. Und die negativen Teile habe ich euch gerade erzählt. Beziehungsweise positiv und negativ, wenn die neu ist, verkantet sie dich nicht und der Riemen kann steigen und so wie es sich gehört. Und die Übersetzung stimmt dann, also läuft der Roller optimal. Ich zeige euch jetzt die alte Vario dann, die kaputte. Dann könnt ihr euch das nochmal
ein Bild machen davon, wie die aussieht, und dann versteht ihr auch, was ich meine. So, ich melde mich gleich wieder, wenn ich die alte ausgebaut habe, und wir sehen uns bis dann. So, jetzt habt ihr ja die Bilder mal gesehen und dann habt ihr jetzt mal einen Vergleich machen können, wie das aussieht. Ihr könnt auch den Test machen, wo ich gemacht habe, Meterstab oder irgendwas Gerades nehmen. Und dann sieht man jetzt schlecht auf die Lauffläche, wo der Keilriemen läuft, und gegen das Licht halten. Da könnt ihr dann sehen, ob die Riefen hat oder nicht. Genau. Das sollte nicht hier sein, die Riefen. Leistungsverlust, weil der Keilriemen nicht mehr richtig steigen kann. Hier haben wir dann die Laufflächen der Gewichte. Das sind auch ziemliche Riefen. Und oben dann das. Richtig schon eingefressen, sage ich jetzt mal. Und heißt, Gewichte können nicht weiter steigen. Heißt Leistungsverlust. Es würde mehr gehen. Geht aber nicht in dem Fall, weil die Laufflächen einfach kaputt sind in dem Sinn. Und hier ist das Material auch schon ziemlich runter. Heißt auch wieder Leistungsverlust, und die Steigscheibe kann nicht weiter rausgedrückt werden. Kann sie in dem Fall sowieso nicht, weil die Laufbahnen der Gewichte zu kaputt ist und die Gewichte können nicht ganz nach außen kommen durch die Fliehkraft, und deswegen kommt es alles zusammen: kaputte Lauffläche, die Steigung und die Lauffläche vom Riemen. Es kommt dann alles zusammen. Hier ist die Steigscheibe mit den Gleitschuhen, wenn die Vario in Ordnung ist, und die verkantet sich zum Beispiel, müssen zum Beispiel neue Gleitschuhe rein. Das kann auch sein. Gewichte sollte man wechseln, wenn sie kantig sind. Die weiß, also die jetzt von mir, die L5. Hier sieht man ganz leicht oben. Kann man aber noch 1000 Kilometer fahren. Also meines, für mich jetzt. Die muss man nicht stellen. Also wechseln tut man sie immer so 7 bis 8000 Kilometer. Genau. Wenn man einen neuen Variator kauft, die Originale bzw. die vorhandene Gleitbüchse wiederverwenden. Ja, soweit dazu eigentlich. Da kann man nochmal sehen, die Laufflächen jetzt von der neuen. So soll es aussehen. Die Laufflächen, hier die Schienen, sage ich jetzt mal, die Führungen für die Gleitschuhe der Steigscheibe und die Lauffläche vom Variator für den Riemen. So sollte das alles aussehen. Genau. Gleitschuhe. Wenn die Gleitschuhe auch neu sind, die dürfen nicht so alleine rausfallen. Zeige ich euch bei der alten, was passiert. Vorführeffekt geht natürlich jetzt nicht, wie es sein soll. Auf jeden Fall. Die gehen ganz leicht raus. Die sollten schon fest nicht, aber schon einen gewissen Halt aufweisen. Genau. Ja, das war's eigentlich schon. Das wollte ich jetzt euch eigentlich nur zeigen, wenn ihr Probleme mit der Leistung habt. Es muss nicht immer ein Motorschaden sein oder sonstiges, weil die Übersetzung ist echt wichtig, und wenn die nicht hundertprozentig funktioniert, habt ihr Leistungsverlust und euer Roller fährt einfach Kacke. Ganz einfach. Und das sind solche Symptome, die man vom Variator kennt. Man kann jetzt noch über die Kupplung reden, aber dazu ein anderes Video. Und ja, hier soll es nur um den Variator. Und die ist, wie gesagt, für meinen Hercules SR50, weil die hinüber ist.
Ja, ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und wenn ihr Probleme habt, immer her damit mit den Fragen. Ich freue mich über jeden Kommentar und freue mich am Schluss natürlich auch, wenn ich wem helfen konnte. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn.